Tim Lobinger schockiert seine Fans. Bei ihm ist der Krebs zurück. Der ehemalige Stabhochspringer erhält 2017 eine schockierende Diagnose. Nach einigen Untersuchungen stellen Ärzte bei ihm eine aggressive Form von Leukämie fest. Eine Stammzellentherapie rettet dem 49-Jährigen damals das Leben. 2019 erklärt man ihn offiziell für krebsfrei. Eine große Erleichterung für den Familienvater. Danach schmiedet er Zukunftspläne mit seinen drei Kids Lex Tiger, Ockert und Fee. Ein Jahr lang fühlt sich der einstige Athletiktrainer vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gut. Doch dann folgt die niederschmetternde Wende. 2020 musste ich mich wieder einer Therapie unterziehen und erhielt zusätzlich Bestrahlungen. Aber das war noch relativ harmlos, wenn man das so sagen darf. In den nächsten Monaten muss Tim einen Rückschlag nach dem anderen hinnehmen. Die Schmerzen kehren zurück und werden immer stärker. Dann folgt die Diagnose, welche Tim in seinem Leben eigentlich nie wieder hören möchte. Der Krebs ist zurück. Dieses Mal ist die Tumorerkrankung sogar noch aggressiver. Danach kam der Krebs in einer neuen Form, dem multiplen Myelom, zurück. Myelome sind im Grunde Tumore, die überall wachsen können. Die erneute Krankheit hinterlässt schlimme Spuren an seinem Körper. Bei einer Größe von 1,93 Meter wiegt der ehemalige Athlet zurzeit nur noch 68 Kilo. Hinter ihm liegen Monate voller Schmerzen und einer großen Ungewissheit, wie Tim berichtet. Kaum war eine Baustelle behoben, ging die nächste los. 2 Monate später hatte ich sichtbare Tumore. Die kamen am Bein raus, am Kopf, an der Leiste. Zwar gibt es einige Behandlungsmöglichkeiten, diese bringen aber allesamt viele Risiken mit sich, die seinem Körper zu sehr schaden können. Die Nebenwirkungen sind ja auch beachtlich und man muss abwägen, ob man das machen will. Tim wählt eine andere Therapie. Zu sehr ist er um die negativen Folgen besorgt. Nach 2,5 Monaten qualvoller Bestrahlungstherapien mit einem radioaktiven Kontrastmittel zeigen sich glücklicherweise schnell große Fortschritte. Die Myelome galt es zu beseitigen und das hat man geschafft. Das war der Hauptkrieg, den wir gekämpft haben. Nach vielen Aufs und Abs im Kampf gegen die tödliche Erkrankung ist Tim aber immer noch sehr schwach und erschöpft. Am Ende des Tages scheint es gut gegangen zu sein. Ich muss jetzt natürlich meinem Körper viel Zeit geben, sich zu erholen. In all der Zeit traut sich der 49-Jährige kaum noch positiv zu sein. Doch ganz langsam kehrt Tim wieder in die Normalität zurück. Stück für Stück erholt er sich und kann wieder mehr mit seinen Kindern unternehmen. Tochter Fee heiratet dieses Jahr und Tim möchte dabei sein. Sein Sohn Lex Tiger kickt als Profifußballer beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Sein Jüngster sammelt gerade viele tolle Kindheitserinnerungen. All diese Momente möchte er miterleben. Darauf setze ich. Ich bin ein Kämpfer. Für mich, meine Familie und meine Freunde. Denn Tim wünscht sich nach all dem Leiden vor allem eins: Lebenszeit.